Liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in einer neuen Aufnahmeseason. Ja, diese wird ungefähr 2 Stunden gehen. Das heißt, sollten wir ungefähr so 4, 5 Folgen raushauen können. Ja, warum? Ganz einfach, weil meine Süße heute kommt. Yeah, meine Süße besucht mich heute. Oh, nice, nice, nice. Dann wisst ihr mal, wie viel ich immer vorprogrammiere. Produziere. So, wir sind in der letzten Folge stehen geblieben. Nicht mit dem Kiesblock setzen, sondern mit dem Enchanten, richtig. Und zwar unsere... Ja, keine Sorge, Leute, wir gehen jetzt nicht mehr in die Mobfalle rein. Obwohl, komm. Nein, Spaß. Wir haben natürlich einiges, habe ich da noch gemacht. Also es hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Ungelogen, Leute, ich habe den ganzen Abend da noch gesessen. Und da aber jetzt der Amboss, der ist weg. Ja, die Dinger gehen übrigens auch kaputt. Das finde ich ja voll mal suboptimal. Aber, ja, da ist noch eine ganze Menge. Ich muss dazu sagen, es ist auch eine ganze Menge, ja, Müll bei rausgekommen. Obwohl, ein paar Sachen sind noch ganz cool. Aber... Naja, hier, Rückstoßen, mein Gott, das kann man doch alt kombinieren. Aber das Wichtigste haben wir eigentlich. Also hier der Bogen, ja, Stärke 5, hier, voll geil hier. Unendlich und Haltbarkeit 3, kann gar nicht besser laufen, außer Mending. Aber Mending, es ist mir nicht ein einziges Mending-Buch konnte ich herstellen. Die Verzauberung Mending, obwohl ich in 1.9er drum bin, gibt's gar nicht. Naja, dann haben wir hier Effizienz 4, naja, wollte ich auch am liebsten 5 haben, gab's aber nicht mehr. Haltbarkeit 3, okay, hier Haltbarkeit 3, Behutsamkeit, ganz nice eigentlich, ja, das ist... Oh, weil, müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Und hier, oh Leute. Ja, war richtig geil, aber das war teuer, Leute. Das war richtig teuer. Egal. Also hier haben wir auf jeden Fall, wenn wir jetzt in den Krieg ziehen sollten, haben wir hier eine richtig tolle Ausrüstung. Wie ich mich kenne, benutze ich die eh nicht. So, aber nichtsdestotrotz möchte ich ganz gerne hier anknüpfen. Und zwar, Leute, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit hier reinbringen. Wir haben jetzt 2 bis 3 Folgen hier ein bisschen enchanted. Das heißt, wir wollten das mal ein bisschen rumprobieren. Für mich habe ich das noch nie so ausgiebig gemacht. Das war für mich eine kleine Premiere gewesen, dass ich wirklich so intensiv dran gearbeitet habe am Enchanten. Lag aber auch einfach an der Mobfalle, weil ich finde die wirklich sensationell. Also, ich habe ja schon einige Mobfallen gebaut in Minecraft, aber ich weiß nicht, ich finde die irgendwie von der Idee her und von der Umsetzung her, ich finde die wirklich so einfach und so, ja, ich finde es einfach perfekt. Ich finde das toll, dass das hier synchron ist, es läuft dann alles so toll da rein und auch weil mit dem Dunkel, ich finde es einfach geil. Pass auf, gleich kommen sie wieder. Ach, da steht nur eins, ne? Ich höre sie schon. Ja, also ich bin wirklich begeistert. Ja, seht ihr, Chuck und weg ist. Na komm, wir wollen ja gar nicht euch da länger hier damit foltern. Ich werde auf jeden Fall dieses Hobby da unten noch weiter austragen, weil ich bin, wie gesagt, begeistert. Ja, und deswegen haben wir halt sehr viel da jetzt gemacht. So, jetzt aber ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Ernsthaftigkeit jetzt nicht zwingend mit einem Thema. Ich habe mir für heute kein Thema rausgesucht für diese Aufnahme-Season. Vielleicht fällt mir spontan was ein. Sondern viel eher möchte ich zurückkehren. Der alte Rückkehrer. Was machen eigentlich unsere... Ah ja. Okay, die müssten wir auch mal wieder... Ja, das können wir ja mal eben mal machen. Dann haben wir das auch mal erledigt. Genau, dann pflücke ich die mal eben hier. Dann können wir das Feld auch mal fertigstellen. Nee, und dann wollte ich ganz gerne mal kurz zu unserem Pool gehen. Und im Anschluss will ich mir mal was suchen. Weil, Pool ist gut, diese Mini-Badeanstalt. Denn, ich habe euch ja schon erzählt in den letzten Folgen, dass ich größere Projekte jetzt vorhabe. Projekte in Form von einmal einem Villager-Dorf, was ich künstlich anlegen möchte. Das heißt, ich möchte gerne Villager züchten oder die sich züchten lassen, besser gesagt. Und, ja. Da müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen, weil ich möchte das auch so mit Marktstände haben. Weil man kann ja auch mit denen dann traden und so und vielleicht kann man sich ja da doch den ein oder anderen Vorteil erhaschen. Das ist so, was ich so sage, ja komm, das können wir mal probieren, ob uns das gelingt. Ne? Das ist natürlich nicht einfach, weil die Villager, die sind hier sehr weit weg. Ich könnte das jetzt so machen, wie der Mario das gemacht hat, dass ich sage, komm, ich bezahle jetzt Gold oder Diamanten, je nach Kapital, was wir besitzen.
Und dann würde ich so in einer Art wie im Admin-Shop oder so, dann würde ich dann halt die, ja, darauf zurückgreifen und würde mir so eine sogenannten Villager- oder Dorfbewohner-Spawn-Eier dann ercheaten. Nur das will ich irgendwie nicht. Also ich will es schon probieren irgendwie, dass wir uns die wirklich heranholen. Das heißt, dass wir die dann auch heilen werden. Und das, was ist das denn hier? Und das kann man ja machen. Ne? Und das hatte ich eigentlich vorgehabt, jetzt mit euch zu planen und zu machen. So, da hinten liegen auch noch ein paar rote Rüben. Ja, was wir hier machen, weiß ich auch noch nicht so richtig. Ob wir da weiter mit den Rüben rumhantieren wollen? Naja, mal gucken. Also das steht jetzt erstmal an. Es stand ja auch noch auf dem Programm, einmal ein Iglo zu suchen, ne? Jetzt in der 1.9er unten unter Wassermonument auseinanderzunehmen. Jetzt gerade, weil jetzt die Verzauberungen haben, da können wir uns natürlich auch, ja, Wasseraffinität und so eine Sachen holen. Und jetzt haben wir auch gute... Gut, Rüstung habe ich übrigens noch gar nicht verzaubert, also... Wow. Auch das hier ist prima gewachsen. Das haben wir in den letzten Folgen gar nicht bemerkt, wo wir die ganze Zeit da an der Mobfalle waren. Sieht ja auch cool aus hier, oder? Also das ist hier wirklich schon eine kleine Industrie, die wir hier haben. Was ist das? Was sollte denn hier hin? Habe ich nicht verstanden. Wollten wir ja auch Zuckerrohr anpflanzen? Oder was sollte hier hin? Keine Ahnung, also irgendwie ist ja noch Platz frei. Naja, können wir uns ja mal Gedanken machen. So, dann schauen wir uns mal an, wo wir hier stehen geblieben sind. Hatte ich euch das eigentlich gezeigt, dass ich hier ein bisschen Terraforming betrieben habe und hier schon mal was probiert habe, was ich aber wieder abreißen werde? Weiß ich gar nicht. Haben wir das zusammen gemacht oder was? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Also hier kurz zur Info. Hier würde ich gerne so einen typischen Zaun haben, den ich immer baue, wenn irgendwie was Größeres ansteht. Einfach, weil es optisch ein bisschen schöner aussieht. Hier habe ich ein bisschen, ja, Glas eingefärbt. Einmal gelb und einmal hellgrün. Das macht sich ganz gut. Hier oben drauf möchte ich ganz gerne so einen Teppich legen. Das macht sich auch immer ganz hübsch, finde ich. Das setzt sich nochmal hübsch ab. Ja, und hier habe ich einen Block. Hier möchte ich ganz gerne diese Stufen, also eine Treppe setzen. Das sieht einfach ein bisschen filigraner aus. Deswegen werde ich das hier wieder abreißen bei Zeiten. Ja, der Beckenrand ist fertig. Das ist alles aufgefüllt. Aber ich glaube, das hatten wir zusammen gemacht, oder? Wenn ich es jetzt richtig erinnere. Ich habe so viele Minecraft-Projekte, das weiß ich immer gar nicht, was wir zusammen gemacht haben und was nicht. Ja, hier ziehen wir natürlich auch noch einen Zaun hin. Der wird sich quasi... Ich habe ja hier so ein bisschen Terraforming betrieben. Auch habe versucht, dass wir da unten an unserem Bahnhof nicht angrenzen. Aber ihr seht, ich habe hier einfach nur die Stufen so ein bisschen... Das hat sich jetzt auch alles schön mit Gras hier... So, ich habe das einfach nur so stufenförmig gemacht. Also zum Bahnhof kommt man trotzdem noch. Ja? Also das geht. Ja, da werden wir auf jeden Fall noch diesen Zaun oder diese Hecke ziehen. Und hier kommt dann noch ein kleiner Imbiss hin, wo man ein bisschen Bierchen trinken kann. Und ein paar Sonnenschirme. Und auch diese Liegewiesen. Und da müssen wir halt jede Menge, ja, Schafe halt einfärben in grün. Und einen Sprungturm wollte ich noch hinbasteln. Also da mit Glas auch aus, mit farbigen. Also da ist eine ganze Menge, die wir machen können. Aber wir können das Ding schon nutzen, jetzt um uns im Frühling zu erfrischen. Naja, die Temperaturen draußen sind ja noch recht kalt. Aber trotzdem kann man hier schon mal ein paar Bahnen schwimmen gehen. Das ist doch auch nicht schlecht. Das Ding ist auf jeden Fall funktionstüchtig, wie man sieht. Prima. Und ja, jetzt geht's quasi weiter. Jetzt können wir uns natürlich überlegen, machen wir das jetzt hier erst fertig? Nur da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ehrlich gesagt nicht so einen Bock, weil ich denke, ihr auch nicht, oder? Weil jetzt wieder die ganze Zeit hier Schafe färben, die abscheren, Wolle herstellen, Teppich herstellen, Zäune machen und hier dekorieren. Das würde bestimmt wieder bis zu 6 Folgen, schätze ich, dauern, 25 Minuten. Das ist halt immer alles sehr langwidrig. Hier den Wald, den müssen wir versetzen. Die Baumfarmen müssen wir nach hinten ziehen. Deswegen würde ich ganz gerne ein neues Projekt anfangen. Das machen wir nach und nach weiter. Das ist alles, das rennt ja nicht weg. Noch sind da die Temperaturen. Oh, das müssen wir auch noch alles zumachen hier. Die Temperaturen noch nicht so warm, dass wir sagen können, wir können jetzt da schön ins Freibad gehen. Ja. Und zwar Villager-Dorf. Wo wollen wir das denn hinhaben? Also da ist natürlich die Frage, also wir haben Reisebüro, steht noch auf dem Zettel drauf, ne, für unsere Teleporterstation. Und einmal das Villager-Dorf. Und hier habe ich mir fast überlegt, das Villager-Dorf, das würde ich eigentlich ganz witzig finden. Hier ist auch nicht so viel zu ebnen, hier mit so einem See, wenn wir das hier bauen würden. Ja, dass wir sagen so, okay, wir bauen uns hier so eine richtig schöne Siedlung hin, hier unten so am River, hier so ein schöner Fluss irgendwie und ja... Ich glaube, das macht sich hier ganz gut, so nahe des Bunkers. Also hier will ich ja eher, ich überlege, so ein bisschen postapokalyptisch.
so ein Stacheldrahtzaun oder so ein Maschendrahtzaun, das geht natürlich nicht. Und da brauchen wir auch jede Menge Eisen brauchen wir, um hier wirklich so einen richtig hohen Zaun hier rüber zu spannen. Und das müssen wir auch alles begradigen hier. Ja, also hier ist eine ganze Menge Terraforming noch zu betreiben. Hier ist auch richtig freie Natur, das muss auch alles Rasen gemäht werden. Dennoch finde ich diesen Platz hier für ein Villager-Dorf gar nicht mal schlecht. Ich möchte dieses Dorf auch einzäunen. Das heißt also, ich habe mir durchaus schon ein paar Gedanken gemacht. Und zwar dachte ich mir, wir können ja heute mal schon mal den Grundstein setzen, dass ich zum Beispiel sage, okay, wir machen den da. Das heißt, hier so machen wir unsere Mauer. Ne, dass wir dann so sagen, cool. Ja, könnte was werden, das nehmen wir mal eben weg. So. Das ist nur das Problem an der ganzen Geschichte. Wie wollen wir so einen Villager-Zombie erstmal fangen? Wir müssen die ja fangen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall hier eine freie Ebene. Jetzt esse ich erstmal ein Brot, weil ansonsten sind wir tot. Oh Gott, und jetzt habe ich noch nicht mal mein tolles Schwert bei. Naja. So, aber ich habe einen Wassereimer bei und das ist schon mal ganz gut, weil dann können wir schon mal ein bisschen Rasen mähen hier. So, dann machen wir das mal, dass wir hier mal ein bisschen freie Fläche haben. Hier wird quasi jetzt unser nächstes, ja, Lager entstehen, unser Dorf. Das Villager-Dorf. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich es gestalten möchte. Zumindest nicht so, ja, so klassisch, so wie die Villager halt sind. Sondern halt schon so ein bisschen individueller noch. Also mal gucken, was uns da Lustiges einfällt. So, das kann hier alles weg. Hier ist I. Das auch. So, da ist zum Beispiel Terraforming zu betreiben. Hier, das muss unbedingt geebnet werden. So. Zum Glück haben wir noch genug Erde. Naja, genug Erde ist relativ. So, das nehmen wir mal eben alles weg hier. So. Klasse, das ist auch eh besser, wenn wir dann fighten gehen. Da hinten sehe ich auch, glaube ich, Zombies oder Creeper. Ich sehe das gar nicht. Ah, hier brauchen wir wirklich jede Menge. Oh ja, hier brauchen wir richtig viel. Na, okay, da kommen auch schon die ersten Zombies. Okay. Auch wieder sehr eigenartig gerade gewesen mit der Schlagtechnik. So, das müssen wir auch mal kurz Rasen mähen hier. So. Ach, erinnert ihr euch noch an die erste Folge hier, oder einer der ersten Folgen hier im Let's Play? Kennt ihr noch? Gummistiefel? Ja, der Spaß funktioniert doch jedes Mal. Okay. Okay, dann können wir uns gleich mal ein bisschen trainieren hier, das ist ja auch nicht schlecht. Bisschen Training. Ärgerlich nur, wenn jetzt genau so ein Villager-Zombie hier antrabt und ja, wir noch gar keinen Stand haben, wo wir den da... Wir müssen den ja fangen, also am besten mit Zäune, oder Leute? Was meint ihr mit Zäune? Das wäre doch das einzigst Logischste, was man machen könnte. So. Das war ein bisschen Rasenmähen hier. Okay, hier auch. Ja, das geht ganz gut so. Das mache ich immer sehr gerne. Ah, hier in den Ecken nehmen wir so raus. Okay. Aha, da kommt der nächste Zombie. Na, wo ist mein Schwert? Zack. Zack. So. Da schauen selbst die Hühner. Ja, das ist ja schon mal eine ganz ordentliche Fläche hier. So. Das nehmen wir noch weg. Oh, das Skelett haut ab. Das ist sehr gut. So, dann können wir nämlich schon anfangen jetzt, sobald es Tag wird. Hier mal mit dem Terraforming. Das war da mal eine schöne Fläche. Warte mal, ich mach das mal so. Ah.
Lalalala. Rasenmähen haben wir schon gleich erledigt. Klasse, habe ich eine Schaufel bei? Natürlich nicht. So. Ja, müssen wir mal hier mal ein bisschen... Ach nee, komm, da haben wir doch so eine schöne verzauberte Schaufel und dann müssen wir die eigentlich auch benutzen, oder? Ach, und da kommt Mr. Creeper. Okay. Ah, das klappt ganz gut hier mit den Creepern. Okay, den hat's erwischt. Die sind übel hier, finde ich. Die sind übel. Weil die... Weil hier... Die zu treffen... Na, sag mal. So, haben wir aber gekriegt hier. Haut's den nur glatt weg hier. So, jetzt haben wir zumindest mal ein bisschen Erde wieder. Und einen Erfahrungspunkt. So, wo wollten wir den Spaß hin haben? Hier, wir wollten das hier eigentlich wegnehmen. Erde, hier. So. Und dann können wir das nämlich mal hier zumachen. Kommt da einer? Nee. So, das machen wir zu, das machen wir zu. Und dann haben wir ja schon mal eine kleine Fläche. So. Ja, das war's dann leider auch schon. Und da kommt schon wieder ein Zombie angewackelt. Na. Zack. 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 Also bis jetzt noch keine Villager-Zombies, seht ihr? Na. Zack. So, okay. Naja. Schön verrückt hier irgendwie. Ja. Ja, dann werde ich mal ein bisschen Erde holen. Und wir können auch schon mal überlegen, wo ist denn unser Grundgestein da hinten? Bin nämlich schon fast am Überlegen, ob wir das hier schon mal ein bisschen aufbauen. Aber hier ist ja dann der Zaun. Oder wollen wir das wirklich so machen wie... Das könnte auch geil aussehen. Ach. Klaus der Zombie. Und tschüss. Ja, ich überlege nämlich gerade. Zeig mal her, wir haben ja eine ganze Menge Kabels. Wenn wir das hier mal so als Haus nehmen würden. So ein kleines. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, ne? 2, 3. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt aber schnell weg hier. Ich hol mir mal Pfeil und Bogen. Oh, das ist ausgeleuchtet, das ist schön. So, dann jumpen wir mal schnell in Sicherheit. So. Dann holen wir uns mal unsere Ausrüstung. Wir wollten ja eh Erde holen. Hallo. So, ja, prima. Weil wir haben ja schon eine Verzauberung, dann können wir uns auch gleich mal den ganzen Krempel da mitnehmen. Ansonsten haben wir die ja völlig umsonst gemacht. So. Für die Skelette, die kriegen erstmal... Na komm, wir nehmen den Stärke 3 Bogen mit hier. Pfeile haben wir eh genug. So, das packen wir da hin. So, dann würde ich ganz gerne hier mal die... Also, Glück 3, Haltbarkeit und Effizienz. Also ich sag mal, das ist hier unsere... Weil hier oben die mit Behutsamkeit, die würde ich mir ganz gerne aufheben. Also ich glaube, ich nehme mal diese hier. Mit der können wir schon mal ein bisschen was machen. So, und Erde brauchen wir jede Menge. Gehen wir mal nach Erde gucken. Erde. Erde haben wir unten im Dings drin, da brauchen wir einige. Und dann werde ich mir auch gleich mal ein paar Kabels mitnehmen noch. Die brauchen wir auf jeden Fall auch noch.
Weil dann können wir schon mal anfangen so mit dem Grundfundament. Also ihr wisst, also ich muss mich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen konzentrieren, schätze ich mal. Das ist jetzt nicht ganz so einfach, euch ja hochintellektuell voll zu quaken hier irgendwie oder Späßchen zu machen. Weil das ist nicht ganz so einfach, ja, so eine Sachen jetzt da aufzubauen irgendwie, das ist ein bisschen schwieriger. So, oh, das geht aber auch langsam zur Neige, da müssen wir uns auch mal ein paar Gedanken machen. Bruchstein nehme ich auf jeden Fall auch mal, so mal zwei Stecken mit. Oh Gott, jetzt kommt hier die ganze Botanik hier. Botanik machen wir mal hier rein. Hier, das zum Beispiel kann da rein. Was haben wir denn dann noch? Hier, diese rote Beete-Samen, die können wir da auch schon mal prima reinpacken. Die rote Beete selber hier, mein Gott, naja, hier. Machst du 64 da rein. Was können wir denn noch aussortieren? Da oben können wir. Man sortiert hier auch sehr viel, finde ich. Knochen hier können wir da wegpacken. Guck mal, da haben wir auch wieder einiges bekommen. Alles ist schon eine ganze Menge, was wir hier haben. So. Hier Gunpowder können wir da mit reinpacken. So, und dann nehme ich mir lieber noch mal ein Kabel mit. So ein Stacken. So. Der Rest, der geht nach oben. Lalalalalalala. So. Prima. Ja, dann muss ich mich nämlich ein bisschen konzentrieren, Leute, weil ich weiß, wie gesagt, nicht so richtig, wie ich es noch machen möchte. Mit der ganzen Geschichte da. Oh Gott, haben wir einen Lapis verloren. Krass. Und, deswegen, wir müssen mal schauen, dass wir so ein Fundament so ein bisschen vorbauen irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Dass man so, ja, so eine kleine Übersicht mal bekommt, wie das eigentlich aussehen könnte, die einzelnen Häusern. Also vom Design jetzt selber her, ne? Das ist mir jetzt so ein bisschen, vielleicht ein bisschen an diesem Steinhaus orientiert, was wir da schon gebaut haben. Oder aber in eine ganz andere Richtung. Faktum ist, ich möchte das nicht so erstellen wie so ein klassisches Villager-Dorf. Ich finde die immer ein bisschen langweilig. Ich würde das gerne so ein bisschen, ja, schon ja, mittelalterlich, aber vielleicht ein bisschen so moderner. Versteht ihr? Ja, ist schwierig zu erklären, Leute. Ihr werdet das mal sehen, wenn es fertig ist. Ich muss selber erstmal probieren. Erstmal Terraforming betreiben, das ist schon mal ganz wichtig. So, dann haben wir das schon mal hinter uns. Gerade Fläche, sehr gut. So, können wir ja gleich mal unsere Schaufel testen. Ja, nice. Die geht ab wie Schmitz' Katze. Ja, wunderbar. Nur schade, dass da kein Mending drauf ist, aber naja. So, kommt noch, kommt noch. So, jetzt habe ich mich wieder verzählt. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist schön. 5, ein kleines Häuslein. Ja, ich so. So, machen wir mal. Durchaus bin ich da gewollt. So vielleicht. Ja, dann machen wir ein Doppelfenster hin. Da noch hin. Dann machen wir da ein Türchen hin. So. Ein Doppelfenster hin. Ja. Das ist so fast ein bisschen zu groß, oder? Für so einen Villager? Naja. So. Ach, naja, ist ja nicht weiter schlimm. Die Villager, die bauen ja eh immer ein bisschen wild. So, hier sind dann drei, das ist korrekt. So, und dann schließt sich das hier an. Okay. So, also somit hätten wir schon mal eine ganz, ja, angenehme Größe, finde ich. Das können wir hier mal eben übrigens auch so machen. Das mache ich immer ganz gerne. So. Okay, also das wäre so, wo ich sage, ja, das ist doch nicht schlecht, das können wir auch ein bisschen einrichten. Und das Ganze wäre jetzt so ein Haus, so ein bisschen so klassisch, ja, was heißt klassisch, aber im Villager-Stil, ne? Dann kommt dann da die Türe rein, dann können wir ja gerne dann auch noch eine Fackel oder so da ranbauen, so. Und, ja. So, okay. Dann haben wir, würde ich sagen, haben die hier so einen kleinen Vorgarten. Und dann machen wir hier so ein Wehchen aus Kies. Wobei ich den eigentlich gerne auch ein bisschen breiter machen würde. Da bin ich mal gespannt. Wie will ich denn das machen? Und jetzt hier gleich so rangeklatscht sieht auch doof aus. Deswegen bin ich fast am Überlegen, ob wir auch hier einen Zweierabstand lassen. Ja, das sieht gut aus. Ne? Ich glaube schon. 1, 3, 4. So, dann kommt das hier wieder da. 1,
2, 3, 4. Okay. Ja, das wäre dann eine Toyslein Nummer 2. So, dann ziehen wir das Ding jetzt erstmal hier hinten weiter. Also hier. So, jetzt müssen wir hier natürlich gucken. Das wird da eine schöne. Oh ja, der guten Boden kommt ja hier rein. Da mache ich mir jetzt nicht so die großen Sorgen. So. Blub. So. Naja. Müssen wir mal gucken. Dann machen wir einen schönen Eichenboden oder Birkenboden rein. Daran soll es nicht liegen. So, erstes Decken ist übrigens weg.